Sie können gerne gespannt sein, Herr Diesel. Anfang des Jahres berichteten also einige Medien wiederholt darüber, dass in den 80er Jahren westdeutsche und vermutlich auch internationale Pharmahersteller in der DDR sogenannte Arzneimittelstudien durchführen ließen, bei denen allerdings die betroffenen Patienten darüber im Unklaren gelassen wurden, dass sie als menschliche Versuchsobjekte missbraucht wurden. Anfang Mai 2013 informierte das Nachrichtenmagazin Spiegel darüber, dass in mehr als 600 sogenannter Testreihen mit mehr als 50.000 Erkrankten jene Versuche erfolgten. Die Berichterstattung des Spiegels hatte zur Folge, dass nun in beinahe allen Zeitungen, im Rundfunk und im Fernsehen über die geheimen Medikamentenversuche berichtet worden ist. Und auch Vertreter der politischen Klasse meldeten sich zu Wort und forderten rasch Aufklärung dieser Schwammerei. Es wird sich herausstellen, das ist zumindest meine Meinung, dass auch vor 30 Jahren Kapitalismus und internationaler Sozialismus Hand in Hand arbeiteten, so wie Brüder im Geiste waren und sind. Aber auch die Fraktionen CDU und SPD wollten Aktionismus beweisen und verfassten, allerdings offenbar mit sehr heißer Nadel gestrickt, einen Antrag, der uns nun hier vorliegt. So soll der Landtag unter anderem beschließen, Zitat, und das ist jetzt der Änderungsantrag, den Sie hier vorgelegt haben, Auftraggeber klinischer Studien, ausführende Institutionen sowie verantwortliche staatliche Stellen, die ermöglichen, dass Teile ihrer Bevölkerung gegen ihren Willen oder in Ausnutzung ihrer Unkenntnis für medizinische Versuchsreihen benutzt werden, handeln unethisch und menschenverachtend. So lautet der erste Absatz des Antrages. Halten wir also fest, die Herrschenden in der DDR handelten, dieses entnehme ich ihrem Antrag, unethisch und menschenverachtend. Und diese Haltung sowie Kennzeichnung trifft, aus meiner Sicht, auch auf deren Nachfolger zu meiner linken Seite, also die Linke, zu. Aber glauben Sie ernsthaft, dass die politische Klasse in der West-BRD keine Kenntnis von dem Treiben der Pharmaunternehmen hatte? Leben Sie eigentlich auf dem Mond? Dieses ekelhafte und kriminelle Treiben kann der politischen Klasse im Westen nicht verborgen geblieben sein. Nicht zu Unrecht verlangt der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Herr Roland Jahn, dass die Aufarbeitung der SED-Diktatur ein gesamtdeutsches Anliegen sein muss. Für die NPD-Fraktion bedeutet dieses aber auch, dass rücksichtslos aufgeklärt werden muss, wer im politischen Gefüge Westdeutschlands wann über diese schändlichen Versuche Kenntnis hatte und warum diese Menschenversuche nicht unterbunden worden sind. Sie glauben doch nicht wirklich, dass die damaligen Bundesregierungen nicht darüber informiert wurden, wenn und aus welchen Gründen D-Mark-Beträge in Millionenhöhe an dem Bereich kommerzielle Koordinierung des Stasi-Offiziers Schalk Golokowski flossen. Mindestens 7 Millionen D-Mark sollen den Pharmaunternehmen die Menschenversuche wert gewesen sein. Und offenbar konnten sich die Unternehmen auf die Vertraulichkeit der roten Genossen verlassen. Wie viele Todesopfer hat dieser kommunistisch-kapitalistische Deal verursacht? Wird die ganze Wahrheit irgendwann der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden? Es ist wohl davon auszugehen, dass sowohl im Westen als auch auf dem Gebiet der DDR viele belastende Unterlagen vernichtet wurden. Da allerdings allein mehr als 50 Krankenhäuser an den Arzneiversuchen teilgenommen haben sollen, ist zu hoffen, dass viele Sachverhalte sich noch nachvollziehen lassen. Bezeichnend ist aber auch, dass die Superdemokraten sich am heutigen Tage auf einen gemeinsamen Änderungsantrag geeinigt haben. Sie alle, die Linke sowieso, aber auch SPD, CDU und Grüne haben aus meiner Sicht alle Dreck am Stecken, zumindest moralisch. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Patrick Kurt befürchtet gar, dass die Medikamentenversuche in der DDR sich zum größten Medizinskandal in der deutschen Geschichte entwickeln könnten. Halten wir zum Schluss fest, Herr Krüger, Sie können gerne nach vorne kommen und hier rumsabbeln, aber ansonsten halten Sie doch bitte einfach die Schnute. Halten wir zum Schluss fest, die Menschenversuche in der DDR könnten sich zum Tsunami
für die westdeutsche Politikkaste entwickeln. Die NPD-Fraktion geht davon aus, dass der westdeutschen politischen Klasse die Menschenversuche in der DDR bekannt waren. Wir gehen ferner davon aus, dass unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen nicht eingeschritten wurde. Vielen Dank.